So, und damit willkommen zu dem Spiel Uruguay gegen Irland. So, die Irländer natürlich die Vize-Europameister gegen Uruguay. Unser heutiges Spiel Uruguay gegen Irland. Ach ja, Irland. Da sehen wir die heutige Einer der größten Überraschungen meiner EM. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Oh. Uruguay, Irland. Wir machen hier direkt ernst. Gefällt mir. So natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Brady. Oh! So wünschen wir uns das. Frühes Tor in dieser Partie. Jo, so kann es weitergehen. Da kann er das Tor nicht verhindern, obwohl er noch dran war. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Ha. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Vecchino. Vorrundenspiel Nummer 3, das Ende der Gruppenphase. Und man merkt das ja auch bei den Fans. Es beginnt das große Kribbeln. K.O.-Runde steht vor der Tür. Und das ist dann nochmal was ganz anderes. Dann wird's richtig dramatisch. Mailer. Da verlieren sie den Ball. Vecchino. Luis Suarez jetzt. Viel Vorwärtsdrang vorne Uruguay. Ja, Suarez mit dem Pass. Geht er rein? Ausgleich. Der Ausgleich. Ich glaube, das wird heute eine richtig offensive Partie. Also wenn du mich fragst, die können gerne so weitermachen. Alles wieder offen in diesem Spiel. Hätte der Räume, die Räume etwas enger machen müssen. Gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Einseits wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Brady. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Stuani. McLean. Und jetzt die Chance. Brady. Oh. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sauber vom Ball getrennt hier. Ja, der Ball landet im Aus. Was willst du da machen? Bei so viel Druck. Gibt Einwurf. Stuani. Super durchgesetzt. Und direkt zurückgespielt. Hendrik. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. So, was machen Sie draus? Und jetzt der Schuss. Woll. Vorteil hier. Freistoß Uruguay. Ja, Freistoß. Anders könntest du halt nicht den Ball haben, ne? Luis Suarez. So. Was? Ja, Wolf, jetzt haben sie das Ding erstmal im Griff. Ich glaube, das wird noch hochinteressant. Was? Und hier nochmal die Wiederholung, den hat er gut gemacht. Ja, er geht da mit Einsatz rein, nimmt den Kopf und trifft den Ball auch einfach richtig gut. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Spiel geht weiter mit dieser Führung jetzt für Uruguay. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Sehr gutes Abspiel. Jetzt hat er die Chance. Brady. Long.
Da holt er den Ball zurück. Suarez. Und direkt zurückgespielt. Suarez! Suarez schießt! Hier hat er einfach nicht genau genug gezielt. Da fehlt einfach die Konzentration. Hendrik. Jetzt haben sie den Ball verloren. Ha. Laxal. Spielt den Ball direkt zurück. Long. Wird das eine Torchance? Gut von Godin. Ball gekehrt. McLean. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Ward. Gut verteidigt hier. Die Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's. Jimenez. Sie machen die Räume im Moment sehr eng. Jetzt kriegen sie hier diesen Einwurf. Jetzt wird's gefährlich. Godin passt da gut auf. Und Pause. So, Buschi, zur Pause sieht's nicht richtig gut aus in diesem dritten WM-Gruppenspiel. Knapper Rückstand. So. Dann wollen wir da weitermachen, ne? Weiter geht's hier mit der zweiten Hälfte dieses WM-Spiels. Bisher eine richtig gute Partie. Klar, dass die Fans sich auf den zweiten Abschnitt freuen. Wir hier oben natürlich auch. Viel Vorwärtsdrang vorne Uruguay. Abgefangen, gut gemacht. Das war einfach für den Torwart. Wie siehst du Suarez heute bisher? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Suarez. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Chance auf den Ausgleich. Ausgleich. In dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiter. Lon. Sie schaffen den Ausgleich. Alles wieder offen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Den Ausgleich haben sie sich wirklich verdient. Ein 2-2. Gutes und ausgeglichenes Spiel. Jetzt Godin. Vecchino. Uruguay macht Druck. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Das könnte die Gelegenheit geben. Ah, da war ich zu schnell. Stuani. Mein Sprint war da viel zu weit. Das könnte gefährlich werden. Hendrik. Long. Die Defensive steht. Das sieht vielversprechend aus. Und nun ein Schuss. Der Führungstreffer in dieser Partie. Ja, dann führt. Jawohl. Das gibt Selbstvertrauen. Lan. Er ist heute richtig gut drauf. Das war für ihn Tor Nummer 2. Hier nochmal dieser Treffer.
Es geht weiter. Anstoß. Uruguay muss was tun. Sie liegen hier hinten jetzt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Unaufhaltsam. Long. Ah, schade. Das könnte eine Gelegenheit werden. Schussversuch. Keine oh. Schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war sie leicht sogar mehr drin. Jetzt will man hier neue Impulse setzen. Die liegen hinten und versuchen es mit einem Wechsel. Laxalt. Und Suarez. Harter. Hendrik. Vecchino. Und da ist der Ball wieder weg. Wird's jetzt gefährlich? Long. Schuss! Oh. Halten, aber der Ball weiter im Spiel. Torwart. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Henrik. Jetzt vielleicht die Gelegenheit. Der ist noch heiß. Hier ist noch alles drin. 5 Minuten sind noch zu gehen. Die Uruguayer wechseln. Long. Henrik, der Pass, stark gemacht. Der Ball geht flach ins Tor. Da konnte der Torhüter nichts machen. Henrik. Das Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Substitution for Republic of Ireland. 4:2 steht es damit. Hier ist einiges los. Jimenez. Arthur. 3 Minuten Nachspielzeit kriegen wir. Jetzt müssen Sie aufpassen. Und jetzt die Chance. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. So, vorbei. Irland gewinnt. Die Partie abgepfiffen. Sie haben effizient gespielt. Das könnte eine Gelegenheit werden. So, was sagt denn die Tabelle? Dann weiterhin Erster. Oh. Okay, dann sehen wir uns im Spiel. Polen gegen Italien wieder. Tschüss und haut da rein.